Wie verhält man sich bei einem Wildschweinangriff? Wie hoch die Wahrscheinlichkeit überhaupt ist, habe ich in meinem letzten Video geklärt. Jetzt geht es aber um die richtige Verhaltensweise im Notfall. Fangen wir mal mit einer normalen Begegnung an. Ihr seht eine Gruppe oder ein einzelnes Wildschwein irgendwo im Wald. Wenn ihr die Tiere weiter weg seht, dann könnt ihr einfach im großen Bogen an denen vorbeigehen, sodass sie noch einen Fluchtweg haben. Versucht so um die 100 Meter Sicherheitsabstand zu halten. Das ist erstmal eine ungefährliche Situation. Das sind intelligente Tiere, die haben keinen Grund, euch einfach anzugreifen. Es sei denn, ihr steht Auge in Auge mit einer Bache, die euch irgendwie nicht gerochen hat, mit ihren Jungtieren. Oder ihr seid an Stellen im Wald, wo ihr nichts zu suchen habt, nämlich dem Rückzugsort der Wildschweine, also das Unterholz. Dann können Wildschweine sich bedroht fühlen und auch aggressiv reagieren. Also, ihr habt ein Problem, die Bache oder der Keiler stehen vor euch. Ihr denkt nur, weg will ich, weg! Aber keine Panik, I got you.